Du bist der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Wer bist du? Ich bin... Ja was? Wie lautet dein Name? Erim, Meister des Todes. Erim, du hast Gottes wiederbelebt? Genau. Solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss ich also dich besiegen? So steht es geschrieben. Unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwerts. Ja, was wir schon wieder vergessen haben anzulegen. Ich bekomme Anfälle hier. Ich bekomme wirklich Anfälle. Wo ist denn... Ah, da oben. Ja, damit haben wir Erim. Eine Höllenfürstin. So, kommen wir zu den Werten. Erim. 15.000 HP und 5.000 MP. Einen Angriffswert von 300 und Verteidigung von 250, was meiner Meinung nach nicht wirklich stimmen kann. Ja, eine Spezialfähigkeit zeigt sie uns auch direkt. Und ich hoffe, dass das nicht so... Ja gut, ist vertretbar. So, wir machen... Du machst mal die Furie, du machst nochmal Panzer, du machst... Selan macht auch die Furie und... Atea benutzt mal die Ego-Kraft. So, Erfahrungspunkte bekommen wir von Erim 50.000 und Gold auch, also auch 50.000. Droppen können wir von ihr nichts. Spezialattacken hat sie zwei Stück, die Flammenwalze und den Schattenspuk. Ja. Ging ja dann doch schon relativ schnell. Und das tut richtig weh. Ja, komm. Du greifst normal an. Ja, 585 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wir schauen doch mal, wie viel Schaden jetzt durch Tatzes Schild zurückgeworfen wird. Ja, immerhin. Leider ist unser Kapselmonster dabei auch draufgegangen. Etwas schade. Aber nun gut. Und wir können mal den Stein probieren. Ich glaube zwar nicht wirklich, dass der uns jetzt etwas bringen wird bei einem Boss, aber versuchen können wir das auf jeden Fall. Wow. An wen hatten wir denn eigentlich den zweiten Gorgonstein ausgerüstet? Nee, du warst das nicht. Ah, schade. Wir hatten doch, glaube ich, einen zweiten bekommen, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Müssen wir dann auf jeden Fall im Inventar mal noch nachgucken. Und ich hoffe wirklich, dass ich es nicht schon wieder vergesse, das Lufia-Schwert anzulegen. Meine Güte. So, Erim, mach dich auf dein Ende gefasst. Wir werden dich einfach mal, ja, töten. Das können wir sogar ganz gut vertreten. Da können wir noch eine Angriffsrunde starten. 101. Na komm, das geht besser. Wie lange hält eigentlich das Schild von Tatze?
Du machst mal den Sturzbach und ja, komm, mach mal Ego-Kraft. Du machst... Nee, komm. Mit normalen Angriffen ist, glaube ich, Atea besser dran. Oh, jetzt ist Tatze ohne Schutz. Ja. Damit machen wir Erim jetzt etwas weniger Schaden. Können wir das Ganze denn... nein, können wir nicht vertreten. Da brauchen wir auf jeden Fall erst einmal noch eine Ego-Kraft, die in diesem Fall Selan übernehmen wird. So, komm, mach nochmal Furie. Wird zwar nicht mehr sehr viel bringen, aber können wir auf jeden Fall mal versuchen. Und ich sag mir im Moment immer wieder in Gedanken, Lufia-Schwert ausrüsten, Lufia-Schwert ausrüsten. Ich hoffe wirklich, dass ich daran denke. Deswegen werde ich das auch jetzt ziemlich oft wiederholen. So, du machst nochmal Ego-Kraft. Naja, 98. Ja. Yay! Damit haben wir auch Erim, den dritten Höllenfürst, besiegt. Beziehungsweise Höllenfürstin. Du bist sehr stark, Tatze. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Die Frau neben dir? Du setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Tatze. Das ist also menschlich? Ha, lächerlich. Vor Daos werdet ihr zu Staub verfallen. Zerfallen. Lufia-Schwert ausrüsten. Und das Götterschild. Damit haben wir die komplette Götterrüstung zusammen und ich glaube nicht wirklich, dass die aktuelle Rüstung ausreichen wird, um unser Kapselmonster auf das Max... Ah, hier haben wir den Goronstein. Werden wir aber erst einmal hier benutzen. Ja, ist klar. Ja, schade. Hat leider nicht gereicht. Daos Tempel, vierter Stock. Jetzt haben wir dich, Daos. Warum wollt ihr mich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Meinst du? Niemand auf der Welt verehrt das Böse. Wie dumm. Höre mir zu. Es gibt immer zwei Wege, eine Sache zu betrachten. Manche glauben an das Gute und die Liebe. Andere aber glauben an das Böse. Vielleicht, aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. Arek? Er ist der mächtigste aller Höllenfürsten. Das wusste ich nicht. Genug gequatscht. Es ist an der Zeit, dass du deinem Schicksal in die Augen schaust. Mit dem Lufia-Schwert werde ich deinem Treiben ein Ende setzen. Ich kann deine übermenschlichen Kräfte fühlen. Kein Wunder, dass du diese besondere Klinge benutzen kannst. Das Schwert sollte mir gehören. Warum hast du ausgerechnet ihm auserwählt, Lufia-Schwert? Ich werde meine Rache noch bekommen. Ich bin der Meister des Terrors. Gebt acht. Gebt auf. Ja, gebt acht, genau. So, damit haben wir den letzten... Ja, damit sind wir dem letzten Höllenfürsten entgegengetreten und wir werden natürlich erst einmal wieder unsere Gruppe etwas stärken. Und dieses Mal werden wir zwei Buffrunden mit dem Panzer und dem Speed benutzen. Kommen wir zu Daos.
eine HP von 20.000. MP besitzt er 5.000. Hat einen Angriffswert von 400 und eine Verteidigung von 50. Ja, seltsamerweise, ich glaube, das ist irgendwie ein klitzeklitzekleiner Fehler. Und wir müssen eben einmal... Komm, du machst... Nein, du musst eigentlich noch eine Runde Panzer machen. Du machst auch mal noch eine Runde Panzer. Und du trittst einfach mal Guy in den Arsch. Bringt auf jeden Fall etwas. Ja, Truppen können wir von ihm allerdings nichts. Wer hätte es erwartet? Gold und Erfahrungspunkte bringt er wie die Höllenfürsten zuvor auch jeweils 50.000. Und Spezialattacken hat er eine ganze Menge. Und damit meine ich wirklich eine ganze Menge. Wir werden erst einmal... Was konnte genau die Antikrüstung? Erhöht die Kampfkraft aller Kämpfer und füllt viele KP auf. Werden wir mal benutzen. Da können wir natürlich weiterhin erst einmal uns noch etwas buffen. Ja, kommen wir zu den Spezialattacken. Er kann die Terrorwelle, den Schattenspuk, den Schattenwurf und natürlich alle hochwertigen Zaubersprüche wie Donner, Phönix, Frostfee und Drache. Ja, also ein ganzes Arsenal an Spezialfähigkeiten, wenn man das mal so sagen kann. Und wir, ja, treten das erst einmal in den Arsch. So, du machst nochmal Furie und komm, du machst nochmal Speedy. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Kampf. Aber Speedy von Atea hat auf jeden Fall schon mal ausgereicht, dass Selan und Tatze noch vor Daos angreifen können. An sich ganz gut. So, du machst jetzt den Judomeister. Du greifst normal an und du machst Wirbelaxt und Atea greift normal an. Denn den Schattenwurf, den Daos eingesetzt hat. Boah, 2037. Ja, den Schattenwurf, den Daos gemacht hat, wirft den Angriff wieder zurück. So, du machst am besten mal Ego-Kraft. Und damit sind wir wieder voll. Boah! 2100! Oh mein Gott, ich bin hier gerade voll am Feiern. So, Atea wird erstmal als Heiler missbraucht, aber solange er noch genügend Zornpunkte hat, sollte das Ganze kein Problem darstellen. So, du greifst mal nur... Ja komm, mach nochmal Wirbelaxt und du machst nochmal die Ego-Kraft. Ja, 1005. Also mittlerweile tut mir der Höllenfürst ja schon fast etwas leid. Ah, schade. Ja, komm, greifen wir normal an.
Und ich muss sagen, Dars ist auf jeden Fall sehr kooperativ. Er zeigt uns so ziemlich alle Spezialattacken, die er kann. Und Moment, reicht das? Nein, schade. Ja, dann wird Selan die Ego-Kraft machen müssen und Atea greift mit normalen Angriff an. Und das Ganze dürfte eigentlich auch jeden Moment zu Ende gehen. Das ist schlecht. Ja, komm, Atea. Ich will ganz ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert, wenn Tatze angreift, wie viel Schaden da zurückgeworfen wird. Dürfte auf jeden Fall einiges sein. Und damit haben wir den letzten Höllenfürsten Dars besiegt. Das ist dein Ende, Dars. Niemals. Die Höllenfürsten sind die Meister der Zerstörung. Gades, Amon, Erim, vereint eure höllischen Kräfte mit den meinen. Die Höllenfürsten haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, sie sammeln mit Dars Hilfe ihre letzten Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber diese Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Was? Diese Wahnsinnigen wollen sich selbst und die Welt zerstören, um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Selan, Gai, Atea, leiht mir eure Kräfte. Vereint können wir es schaffen. Eure Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu brechen. Los, wir müssen einfach alles geben. Tatze, Selan hält das nicht mehr lange durch. Keine Sorge, ich schaff das schon. In Ordnung. Du kleiner Wicht. Jetzt, tu es! Es ist vorbei. Gai, alles klar? Klar. So leicht macht man mich nicht fertig. Atea? Noch am Leben? Selan? Wir haben es geschafft. Tatze. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heim. Ich kann nicht mit dir kommen. Selan? Was redest du nur für ein Zeug? Ich wurde getroffen. Ich kann kaum reden. Selan! Sprich mit mir. Verflucht! Sprich mit mir, Selan! Ich würde gern mit dir gehen. Und unseren Sohn noch einmal. Der Tempel bricht auseinander. Atea, wir müssen hier raus. Schnell! Selan und Tatze sind zu weit weg. Wenn wir jetzt warten, haben die beiden keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Gai, Atea, rettet euch los. Weg hier. Tatze, wir haben das Böse besiegt. Ihr müsst das den Menschen verkünden. Macht, dass ihr verschwindet. Aber ich kann Selan nicht zurücklassen. Bitte, Freunde, nun geht doch endlich. Atea, wir gehen. Gai, was machst du? Wir haben keine Wahl. Auf jetzt, Atea. Tatze, ich werde der Welt von dir und diesem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen, Wab. Selan, eine neue Zeit des Friedens hat begonnen.
Wenn wir das nur miterleben könnten. Ich liebe dich, Selan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Du Blume meines Herzens. Was? Das Beben hat aufgehört. Das! Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen? Noch bleibt mir diese Insel. Was? Ich werde diese Insel auf Pandoria fallen lassen. Das wird der letzte Akt des Terrors. Was mache ich jetzt bloß? Iris? Iris? Nein. Du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Diese Aura kenne ich doch. Das ist die gleiche Aura wie die von Erim. Wenn du einer der Höllenfürsten bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was sollte denn entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht? Wenn wir, die Höllenfürsten, sorgen für das Gleichgewicht auf der Waage des Lebens. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lufia-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn das Böse nicht mehr gebraucht wurde. Du meinst, wenn die Menschen den Glauben verloren hätten? Ja. Doch die Menschen brauchten den Glauben noch. Deswegen dachte Arek, das Schwert würde lange ruhen. Aber das Schwert ruhte nicht und deshalb kamen wir. Ich half dir mehr, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat. Die Insel fällt auf Pandoria. Du musst sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen meine Natur, Leben zu retten. Aber du hast mir doch sonst auch geholfen. Bitte hilf mir und halte den Sturz der Insel auf, bitte. Deinetwegen bin ich doch erst so weit gekommen. War das alles umsonst? Ich habe keine Zeit mehr. Meine Energie lässt nach. Sag mir, wie ich die Menschen retten kann. Am Fuße der Insel befinden sich drei große Steine. Zerstöre diese Steine, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit einer starken Aura kann die mystischen Steine zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe. Mit meiner letzten Kraft werde ich die Tür öffnen, die nach unten führt. Nun kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigenen, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Boah. Boah, Leute, ich habe überall Gänsehaut. So, dann würde ich mal sagen, wir werden diese Insel daran hindern, auf Pandoria zu stürzen. Und wir werden alles dafür tun, um das auch durchzuziehen. Das muss der mystische Stein sein. Der mystische Stein ist zerbrochen. Noch zwei weitere. Ja, fehlen nur noch zwei. Den zweiten haben wir hier schon. Der zweite. Der zweite mystische Stein ist zerbrochen. Einer noch. Das ist der letzte.
Verdammt, ich bin nicht stark genug. Lufia-Schwert. Okay, ich werde meine letzten Kräfte aufbringen. Verleihe mir deine Kraft, Lufia-Schwert, damit ich zum letzten Streich ausholen kann. Selan. Ich habe den Kurs der Insel geändert. Geras, unser Sohn, und Pandoria sind gerettet. Ich bin so müde. Selan, ich lege mich ein wenig neben dich hin. So müde. Tatze. Selan, bist du es? Du hast es geschafft. Ja, das habe ich wirklich, Selan. Lass uns gehen, Tatze. Lass uns zu unserem Sohn gehen. Ja, gute Idee. Athea. Dupla, ich bin daheim. Athea, du hast dein Auge verletzt. Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen. Athea. Willst du nun nach Tambel gehen, Dupla? Tambel? Dort lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich. Hey, Leana! Jesse, ich bin zurück! Ich bin zurück! Weißt du, welche schrecklichen Sorgen ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Tut mir leid, Jesse. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich gar nicht. Brüder, was ist mit Bruder, was ist mit Tatze und Selan? Ja, richtig. Wir wollten nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein? Ja, klar. Tatze, Selan, Athea, Deka und Lexis werden wohl auch kommen. Abgefahren, das klingt ja nach einem rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Platz, Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen. Die Kräfte des Bösen sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Tatze. Tatze hat das besiegt? Kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, was glaubst denn du? Ich natürlich. Ja, klar. Glaubst du, Tatze wird's in diesen... oh Gott.
Ja, na klar. Glaubst du, Tatze wird in dieses Schloss kommen? Aber sicher, er muss. Unser Duell steht noch aus. Ich kann ihn kaum erwarten. Die Todesinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht auf Pandoria. Hurra! Aha. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau in Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Alsa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's nach Tanbel. Dort steigt eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Das Schiff ist bereit zum Ablegen. So fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Was ist los, Tia? Was? Ach, nichts. Es ist nichts. Weinst du, Tia? Ja, etwas. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint und jetzt plötzlich... Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Weine nur, wenn dir danach ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Du hast recht. Mama. Mein kleiner Gerald, was ist denn? Mama. Oh Gott. Träumst du von deiner Mutter? Keine Angst, die kommt bald wieder. Deine Eltern haben die Welt gerettet. Mama. Lächelst du? Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Geros. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Die Szenarien von Masahide Miyata.
die Hauptprogrammierer, der Hauptprogrammierer Akihiro Suzuki, der Kampfprogrammierer Takuya Nagami. Mein Englisch ist total schlecht, deswegen werde ich erstmal nur die Namen vorlesen. Kiyochika Watanabe, Naoyuki Ukeda, Asuka Shiranui, die Musik von Yasunori Shiono. Das Monsterdesign ist von Tomonari Matsumoto. Das Dungeon Design Samichi Sugiura. Das Charakterdesign von Ryu Kurugami. Die Städte stammen von Takehito Suzuki. Die Karte von Takashi Miyasaka. Ja, des Weiteren haben wir noch Naoyuki Ukeda, Kiyochika Watanabe, Asuka Shiranui, Akihiro Suzuki, Sai-M. Das Kampfsystem Asuka Shiranui, hey, du bist schon wieder dabei. Und Tomonari Matsumoto und Magi von Ryu Kurugami auch wieder neu dabei. Die Sounds von, das geht alles viel zu schnell. Der deutsche Text von Club Nintendo Redaktion. Programmdirektor Makoto Takada. Taito Unit Saiso Matsutaka. Michihiro Saito. Tomohiro Nishikado. Und, oh Gott, ich komme absolut nicht hinterher. Keishi Ito. Yoichi Sato, Kyoko Kurosawa, Yukari Sakabe, hey, auch wieder neu, wieder dabei gewesen. Tetsuya Ueda, Yosuke Hayase, ich hoffe, dass ich alle richtig ausspreche, wenn nicht, sei es mir bitte verzeiht. Midori Tokutomi, Yuichi Koda, Image Illustrations Kenji Ando. Speziellen Dank an Satoshi Namiki, Tetsunobu Tsunoda, Manabu Sato, Osamu Watanabe, Akihiro Kabaya, Takeshi Hanamura und Takeshi Gotani. Wow. Directed by Masahide Miyata. Und ich musste mich jetzt wirklich am Ende sehr zusammenreißen. Mir standen wirklich fast schon die Tränen im Auge. Das kann man wirklich schon so sagen. Ein absolut wunderschönes Spiel. Wie gesagt, mein Englisch absolut schlecht. Von Neverland Company. Und es sei mir auf jeden Fall verzeiht, wenn jetzt am Ende die Synchronstimmen etwas anders waren wie gewohnt, aber das Ende nimmt mich einfach jedes Mal wieder mit und es ist, egal wie oft man das Ganze spielt, immer wieder schön anzusehen. Presented by Taito Corporation. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Ganze richtig ausspreche. Und ja, wir sind am Ende des Let's Plays angekommen. Wer hätte es gedacht? Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Und jetzt müsste eigentlich noch etwas kommen. Theoretisch. Ja, the end. Damit haben wir das Let's Play beendet. Wow, unglaublich. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig fassen, dass das Let's Play jetzt vorbei ist. Ich würde ganz einfach mal sagen, ich bedanke mich tausendfach an euch, die von der ersten Folge an dabei waren und hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Projekt wieder und ich würde ganz einfach mal sagen, ich bin euer Kuroneko und ich sage bis zum nächsten Projekt. Ciao!